Hallo, ich bin's wieder, die Ute von Siegert Sports in Marktindersdorf. Heute wieder mal Balance Swing. Wir machen heute wieder eine kleine Short-Version und ich hoffe, ihr habt euch schon bereit gemacht. Holt euch was zu trinken, ein Handtuch, euer Trampolin natürlich und ich mache die Musik an. Wir starten. Okay, wir gehen auf unser Trampolin, stellen uns hüftschmal. Wir nehmen wieder unsere Ferse zum großen Zeh, drehen die Ferse wieder auf, stehen jetzt hüftschmal. Das ist immer so eine kleine Hilfe. Die Knie sind leicht gebeugt, die Beckenknochen schauen nach vorne, Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen. Wir richten uns auf im Brustbein, Schultern fallen nach hinten und unten und wir schwingen uns erstmal ein bisschen ein. Nimm die Arme mit. Und zurück. Schön in den Takt hineinkommen. Schau mal, dass deine Zehen ganz locker auf der Trampolinmatte sind. Und drück die Fersen nach unten. Wir schauen, dass wir immer unseren Vorderfuß auf der Trampolinmatte lassen. Der springt nicht, sondern wir swingen nur. Balance Swing. Und machen auch heute wieder unsere fünf Elemente. Aber wieder in einer Short-Version. Okay, pass auf, wir teilen mal die Schulter. Jawohl. Sehr gut. Wir nehmen den Ellenbogen dazu. Schön atmen, gleichmäßig. Mach einen großen Kreis. Hoch. Hoch. Super. Und wieder nur den Ellenbogen. Wir mobilisieren das Schultergelenk. Und wieder nur mal die Schulter. Sehr schön. Und nochmal große Kreise. Und die Arme stehen nach oben, dann geht der Puls nach oben. Bleiben hier. Geh ein bisschen weiter nach außen mit den Beinen. Und wir schwingen rechts und links. Und rechts und links. Und rechts verlagert euer Gewicht. Rechts und links. Rechts und links. Nimm einzelne Arme. Wir kreisen nach hinten. Jawohl, super. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Immer an den festen Bauch denken. Wir stützen mal ein. Dann einmal mit dem rechten Fuß nach vorne, mit dem linken nach hinten. Auch hier das Gewicht verlagern. Vor, zurück. Die Beckenknochen vor nach vorne. Vor, zurück. Vor, zurück. Wir nehmen die Arme mit, sie machen eine liegende Acht. Nimm euren Rücken mit. Rücken ist rund und gerade. Und gerade. Vier. Die Schultern nehmen mit. Zwei. Wir wechseln nur die Beine, die Arme breiten. Links ist vorne, rechts ist hinten. Doppeltakt. Super. Füll dich hinein in die Bewegung. Vier mehr. Drei. Wir bleiben hier, stütz mal ein. Vor, zurück. Vor, zurück. Wir werden kleiner. Hinter, komm in die Trampolinmatte. Wir gehen ins Walking. Walking, walking, walking. Aber die dynamischen Knie. Jawohl. Die Ferse geht schön hoch und tief. Stopp. Der Daumen ist ohne. Arme dynamisch. Lange Arme. Ja. Sehr schön. Wir nehmen die Arme mal zur Seite. Und dann geht sie hoch und tief, hoch und tief. Genau, nicht ganz runterziehen, sondern nur beugt die Arme und dann nach oben lang ziehen. Jawohl, sehr schön. Noch vier, noch drei, noch zwei. Die Arme bleiben, wir schwingen beidseitig. Schön, locker Knie. Komm, zieh die Arme lang. Hoch, hoch. Die Ferse dürfen nach oben und auch tief in die Matte drücken. Der Vorderfuß bleibt auf der Matte. Wir machen das weiter hier. Zieh, zieh. Nach innen. Ellenbogen schließen. Schultern bleiben tief. Komm, schließen. Weit öffnen. Jawohl. Super, wir verbinden das Ganze. Die Arme wieder einmal tief. Vier, drei, zwei und Butterfly. Vier. Drei, zwei, nur noch zweimal nach oben. Zwei
Butterfly. Noch einmal nach oben. Butterfly. Einzel. Kopf. Hoch. Butterfly. Hoch. Butterfly. Hoch. Butterfly. Hoch. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und Arme. Schwingen. 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 Sehr gut. Das war schon ein bisschen Swingen. Erstes Element. Das Aufwärmtraining. Ihr werdet es spüren. Jetzt geht's schneller. Hört auf den Takt. Arme gehen mit. Komm, halt den Takt. Jawohl. Sehr gut. Jetzt kommt das zweite Element. Halbe Swing. Wir wollen jetzt Kreislauf ein bisschen trainieren. Beim Swingen haben wir alles ein bisschen aufgewärmt, Muskeln, Sehnen und Gelenke. Das Kreislauf schon mal ein bisschen in Gang gebracht. Die Atmung wurde schneller. Und jetzt wird das alles noch ein bisschen mehr aktiviert. So, als erstes für unsere Übungen. Wir machen heute wieder drei Übungen, weil es die Short-Version ist. Erstmal den Pausenschritt. Mein Lieblingspausenschritt, Tap Step. Schau mal. Ich zeige es euch direkt. Ich schiebe die Fußspitze nach vorne. Die Arme ganz dynamisch, darum nach oben. Hoch, 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 hoch. Knie dynamisch. Und nicht einschlafen hier, sondern ein bisschen mehr. Hoch. Jawohl, wir wollen trainieren. Und auf die Springen, Genick geschieben. Schieben, schieben. Sehr gut, wenn das so anstrengend wird, dann geht hier in den Walking. Sehr schön. Ja. Okay, für die erste Übung nehmen wir die Arme in den Stütz. Wir nehmen die Knie nach oben. Achtung, jetzt mal beidseitig schwingen, alle wieder sammeln. Und es geht los. Wir gehen mit den Knie nach oben. Hoch, 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 hoch. So. Was haben wir hier? Das sind die Zahner fertig. Die Knie sind auf Hüfte, aber beide. Nicht immer nur eins. Hoch. Hoch. So. Und die Arme müssen auch mit. Bisschen Koordination. Wir machen den Lot. Lot. Komm. Auseinander. Locker. Und die Arme. Groß.
geschaut wird, werden wir alles ein bisschen zacki zacki machen. Und hinterher habt ihr trotzdem das Gefühl, ihr habt gut trainiert. Und das habt ihr danach. So, wir verbinden alle drei Übungen. Als erstes ist die Zahnarbeitchen mit dem Lotsen. Ja? Versucht die Arme hinzukriegen. Das Hirn. Okay? Als zweites ist das Joggen ganz easy und der Weg perfekt. So. Das ist nicht so schwer, aber ein bisschen Cardio, also Herz-Kreislauf. Ich hoffe, euch ist auch schon ein bisschen warm. Wir starten. Wir hängen alle drei aneinander und dann brauchen wir ein paar Runden, okay? Achtung! Noch vier, noch drei, noch zwei. Let's go, go! Hoch die Knie, Bauch ist fest. Zieh die Schulter nicht nach oben. Noch vier, noch drei, noch zwei. Joggen. Oberkörper nach vorne. Komm, zieh die Fersen zum Po. Hier mehr. Drei. Zwei. Und der Big Circle. Tief, tief. Hüft schmal stehen. Finger spreizen nicht vergessen. Hier mehr. Drei. Zwei. Das war die erste Runde. Die zweite. Noch vier mehr. Noch drei. Noch zwei. Und wir gehen wieder ins Joggen. Go. Komm hoch die Fersen. Mach deine Faust. Noch vier mehr. Noch drei. Zwei. Und Big Circle. Tief, tief, tief. Ja, super. Komm. Zieh dich lang. Vier mehr. Drei. Zwei, das war die zweite Runde. Die dritte Fuß zugleich. Go. Wir kommen wieder zum Joggen. Komm, komm, spring dich an. Fersen nach oben. Ja, Bauch ist fest. Noch vier, noch drei, noch zwei. Big Circle. Tief, tief. Woo. Nochmal vier, nochmal drei, nochmal zwei. Und wir machen noch eine Runde. Let's go, go! Ja. Vier mehr. Drei. Zwei. Joggen. Nochmal vier. Nochmal drei. Nochmal zwei. Und der letzte Big Circle. Komm, drück dich nochmal ab. Nicht springen. Locker ein Knie. Komm, zieh die Arme hoch. Spreiz die Finger. Super. Bleib hier. Schwingen. Wuhu. Sehr gut. Jawohl. Cardio. Let's go. Atmen. Ich hoffe, es ist euch ein bisschen wärmer geworden. Sagt meine Uhr? Jawohl, passt. Super. Tief atmen. Und wenn es von der Energie her weniger ist, bisschen cool down. Das heißt noch, wieder ein bisschen runterfahren. Die Atmung. Ja. Locker in den Zehen. Beginnen ins Walking. 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 Jawohl. Und die Arme mit ganz locker. Wir stützen rein, geh nach außen. Halten hier. Und geh nach innen. Halten hier. Nochmal nach außen. Wir machen Double. Double, 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 Single. Nach innen.
machen Double. Double, Double, Double. Single Hause. Double. Single nach innen. Double. Wir bleiben hier. Double. 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 Komm in beidseitige Schwingung. Locker. Locker. Bleib fast schon stehen. Drück dich nicht mehr ab. Und jetzt bleibst du stehen. Tief durchatmen. In die aufgehende Sonne einatmen. Und wieder aus. Nochmal. Tief ein. Und wieder aus. Nochmal. Tief ein. Und wieder aus. Die Schultern nach hinten, unten. Ja. Immer die Handflächen nach vorne. Schließ die Augen. Spür hinein in deinen Körper. Alles wird. Vibriert vielleicht. Du fühlst alles angenehm warm. Viel Luft in den Körper hineingekommen. Wir öffnen die Augen. Nehmen die Schulter nochmal zurück. Steigen nach hinten ab. Immer nach hinten absteigen. Wir wollen die Gelenke nicht belasten. Sehr gut. Ich hoffe, alles ist okay. Trink einen Schluck. Immer so eine Flasche pro Stunde. Minimum, gell? Ich mache die Musik und es geht gleich weiter. Schau nach vorne, locker im Knie. Gar nicht vergessen. Brustbein heben, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Du spürst, wie die Schultern nach hinten unten fallen. Du ziehst dich an deinen Faden nach oben. Unsere Ausgangsposition. Wir fokussieren uns jetzt nur auf uns, konzentrieren uns nur auf uns und schauen, dass wir stabil bleiben. Dafür schließen wir beide Füße in der Mitte. Zusammendrücken die Knie, die Innenseiten der Oberschenkel. Die Unterschenkel. Richte dich groß auf. Öffne die Arme, Daumen bis hinten. Halte. Ganz fest zusammendrücken. Auch den Po mit anspannen, den Bauch. Zieh deine Wirbelsäule noch ein bisschen länger. Zieh die Schultern noch ein bisschen tiefer. Der Hals wird immer länger. Easy. Zweite Stufe mit Bewegung. Wir kommen wieder in diese Position. Wieder zusammendrücken. Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Innenseiten, den Popo fest. Richte dich auf, mach dich groß. Nimm die Arme nach hinten, außen, Daumen hinten. Halte. Wir führen die Arme oben zusammen und öffnen wieder. Ganz lang nach oben ziehen. Die Handflächen kommen zusammen und wir öffnen wieder. Easy. Große Bewegung. Ausgerichtet. Wir halten oben geschlossen und sehr gut. Kurz ausschütteln. Die Schultern, die Hüfte, Beine locker. Ja, ich hoffe, ihr habt es gespürt in der Schulter, indem man die Arme ganz lang nach unten zieht und wieder ganz nach oben. Ihr habt es auch im Oberarm gespürt. So, die dritte Bewegung. Daumen hinten, Knie leicht gebeugt und wir schwingen. Ja,
Arm. Und kann, wenn ihr möchtet, jeder in seiner Höhe, aber schließen, richtig schließen, den Popo fest zusammendrücken. Stabilisiert euch. Tiefe Muskulatur. Knie sind leicht gebeugt. Darauf, da darf man nicht draußen durchgucken bei den Oberschenkeln. Das muss man zusammendrücken. Schultern sind tief. Bleiben wir stehen, balancieren uns nochmal aus, halten, vielleicht wackeln wir jetzt ein bisschen, bei mir auf jeden Fall, dann du lässt ausschütteln. Dann die erste Übung zum Fokussieren, ganz gut immer mit zwei Füßen anfangen, weil dann kommt man schon ein bisschen eher an, ein bisschen leichter dann. Zweite Übung heute, rechter Fuß in die Mitte, linker Fuß an den Rand. Wir kommen seitlich für den Seestern. Wir nehmen die Arme nach außen, Standbein leicht gebeugt, Daumen ist hinten bei den Armen. Stellt euch zwei Scheiben vor, zwischen die ihr gespannt seid. Und ihr dürft die Schulter immer mal absetzen in den Kopf mit Seiten. Halten. Den Ausgleich hier unten absetzen ist immer erlaubt, die tiefen Muskulatur arbeiten. Einen Punkt etwas weiter weg von euch. Die Zehen locker beim Standfuß. Und lösen. Sehr gut. Machen wir gleich die andere Seite. Seitlich wieder. Denkt wieder an die zwei Scheiben, zwischen die ihr spannt seid. Nicht nach vorne, nicht nach hinten. Daumen hinten. Standbein gebeugt. Kommt seitlich. Hebt das Bein an. Nimm den Kopf auch mit. Gibst hier wieder einen Punkt etwas weiter weg. Richte dich hier ganz groß auf in der Wirbelsäule. Im Oberkörper, eine Linie im Körper. Zieh das Bein lang. Und langsam lösen. Sehr gut, Stufe 1 geschafft. Jetzt kommt die Bewegung dazu. Uiuiuiui. Jetzt haben wir eben bei der ersten Übung beim Berg haben die Arme gehabt, deswegen haben wir jetzt die Beine. Okay? Rechtes Bein wieder in der Mitte, leicht gebeugt. Linkes Bein erstmal abstellen. Komm in die Seite, du kannst die Arme gerne öffnen. Du kannst die Arme auch, wenn du möchtest und super fest stehst, nach oben nehmen. Schultern lang nach unten. Und jetzt ein hoch, ein tief. Das bleibt dir heute selbst überlassen. Das Bein wieder mit, stell dich wieder zwischen deine zwei Scheiben. Nimm das Bein nach oben, zieh es lang und dann absinken und strecken. Balanciere dich aus. Und das Bein bleibt hier in einer Linie mit dem restlichen Körper. Lang machen in der Wirbelsäule und lösen. Sehr gut. Kurz lockern. Das ist ein bisschen anstrengend, ich weiß schon. Aber ihr merkt, es wird richtig warm in der Muskulatur. Das ist super.
Wir probieren es. Muss nicht viel sein. Einfach das Bein vielleicht nicht ganz so hoch nehmen. Schau mal, dass du es schaffst. Locker im Knie. Wir gehen wieder ins Schwingen. Von seitlich. Wieder deine zwei Scheiben. Jeder in seiner Höhe. Und in seinem Tempo. Versuch's. Arbeit für den Körper. Lass die Schultern schön tief. Lass den Daumen nach hinten ausgerichtet. Die Wirbelsäule lang. Seitlich. Kopf. Auf den Kopf. Halten. Upsa. Ausbalancieren. Nochmal lang richten. Auseinanderziehen. Andere Seite noch. Das haben wir schon geschafft. Das schaffen wir jetzt. Okay? Richte dich wieder auf. Bein beugen, Bauch fest. Heb nochmal das Bein an. Komm, ein letztes Mal. Und wir beginnen. Wieder, wieder in seinen Tempo. Fixieren deinen Punkt etwas weiter weg von dir. Trau dich. Kann nichts passieren. Und so geht, setzt du das Bein einfach ab. Und versuchst es nochmal. Ran und weg.
ran und weg. Ran und weg. Dann möchte ich schon noch 8, 7, 6, 5, 4. Popo fest. 3, 2. Und wir setzen mal ab. Sehr gut. Ganz kurz nach hinten. Ihr habt es gespürt im Popo. Hier im hinteren Oberschenkel beim Bizeps und bei den Beugen und Strecken auch in der Wade. Zur anderen Seite, rechtes Bein. Das linke ist wieder hier mit dem Knie unter der Hüfte, beide Schultern über den Händen. Wir strecken das rechte Bein lang. Und hoch, 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 hoch. Die Beckenknochen schauen nach unten, Kopf in Verlängerung der Halswirbel. Hoch, hoch, hoch. Halten. Und der Fuß. Und jetzt das Bein bleibt lang. Bleibt oben. Immer noch eine Linie im Körper. Lass es schön oben, nicht runternehmen das Bein. Nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Komm wieder ins Flex, wir ziehen ran. Zieh ran und schieb die Ferse weg. Und schieb sie weg. Zieh ran und weg. 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 Letzten 4, 3, 2, 1 und absetzen. Habt ihr gemerkt? Jawohl. So, wer möchte, nimmt sein Handtuch, legt auf die Trampolinmatte, kommt dann drauf, setzt euch auf den Po, bisschen noch vom Bauch. Heute. Setzt mal die Beine vorne ab und haltet euch fest am hinteren Oberschenkel von nach unten. Sehr schön. Okay. Wir nehmen einmal nach dem anderen nach oben. Streckt es lang. Nimm den Kopf und die Schulter nach oben. Wir halten. Die Arme gehen nach oben. Wir schieben Arme und Beine weg. Der Blick bleibt aber am Knie. Das heißt, die Halswirbelsäule lang. Lange Arme, lange Beine. Die Arme gehen zurück bis zum Ohr. Und wieder nach vorne. Mit beim Knie. Komm. Halten oben. Wir schieben jetzt das rechte Bein und den linken ab und im Wechsel. Bisschen Koordination. Lass den Kopf oben. Rechtes Bein, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm. Und auch immer wieder nach oben kommen, wir werden nicht vergessen. So, wir ändern nochmal. Um den Kopf von links zu bewirren, rechtes Bein, rechter Arm. Linkes Bein, linker Arm. Seiten gleich. Ne? Komm schon. Noch ein paar. Die letzten. 2. Und da schön. Und rollen wir mal auf. Leg den Kopf ab. Zieh die Beine rein. Ja. Super. Okay, wir nehmen die Hände an den Kopf. Kippen mal die Knie so ein bisschen nach rechts. Heben den Kopf und die Schultern an nach links. Und gehen weg. Links und rechts. Und nehmen die Arme dazu. Wenn das gut geht, strecken wir die Beine aus. Das heißt, die Beine gehen leicht links und rechts. Oberkörper aus. Rotiert. Wenn das so schwierig wird, lasst die Beine einfach in der Mitte.
die letzten. Nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halten. Arme nach vorne schieben, linkes Bein Knie. Beine sind gestreckt. Nur halten. Der Atem fließt. Beine schön lang. Wir kommen noch ein bisschen höher. Wir kommen das letzte für heute. Wir machen kleine Bounce. Und nochmal halten für 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten Bounce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haltet euch fest, beugt die Knie. Legt euch langsam. Durchatmen. Einmal nach dem anderen hinten aufstellen auf den Boden und ausgleiten lassen. Die Arme über Kopf ziehen, zieht den Ballon und schließt die Augen. Ich mache euch schnell andere Musik an. Sehr gut. Du kannst die Beine entweder aufstellen oder auf den Mattenrand ablegen, wie du möchtest. Und dann bringen wir die Knie auf die andere Seite. Wir schauen jetzt nach rechts. Wir kommen wieder in die Mitte, strecken die Beine lang, halten unseren hinteren Oberschenkel oder am Unterschenkel fest. Ziehen die Beine weit ran, gerne die Füße flex. Und merkt ihr, wie die Fersen, wie die Waden zu brennen beginnen. Beziehungsweise nicht die Fersen, sondern die Flexfüße. Wenn ihr die Fußspitzen anzieht, fangen die Waden an zu brennen, weil sie gedehnt werden. Löse. Einmal nach dem anderen aufstellen. Schließt die Augen, die Handflächen sind nach oben ausgerichtet, die Arme neben dem Körper und so bleibt ihr einfach liegen und ich lese euch auch noch eine kleine Geschichte vor. Mit geschlossenen Augen stell dir nun vor, die Sommersonne scheint. Stolz und leuchtend gelb steht sie hoch am Himmel. Ihre Strahlen breiten sich kraftvoll in alle Richtungen aus, als wollten sie die ganze Welt umarmen. Die Sommersonne taucht alles in ein warmes, freundliches Licht. Stell dir eine Stadt vor, auf die die Sommersonne scheint. Die Menschen tragen luftige, helle Kleidung und Sonnenbrillen. Fahrräder und Cabrios bevölkern die Straßen. In den Eiscafés herrscht Hochbetrieb. Die Freibäder sind erfüllt von Lachen und Kreischen. Und in den Parks teilt man sich den angenehmen Halbschatten. Stell dir Wälder und Wiesen vor, auf die die Sommersonne scheint. Bunte Blumen recken ihre Köpfe aus dichtem grünen Gras. Träge Hummeln und exotisch aussehende Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Rauschende, dichte Baumkronen spenden Schatten. Die Vögel zwitschern und füllen die stillen Wälder mit Leben. Leute.
lichten gelbe Lichtreflexe, beleben das sonst so dunkle Unterholz. Stell dir einen Ort deiner Fantasie vor, auf den die Sommersonne scheint. Einen Ort, den die Strahlen der Sommersonne umarmen. Einen Ort, der nun von Wärme und Licht durchtränkt ist. Einen Ort, den die Sommersonne auf ihre ganz eigene Art und Weise verändert. Du bist an diesem Ort. Stell dir einen Bereich in deinem Körper vor, in dem die Sommersonne scheint. Ihr selbstverständliches Strahlen versorgt dich mit Licht, Wärme und Kraft. Fühle, wie die Sommersonne dich verändert. Dies ist ein Moment für dich. Und wir atmen noch immer, wie immer, noch ein paar Mal tief ein und aus. Bevor wir ein Bein nach dem anderen zu uns ziehen, langsam die Augen öffnen, die Beine nach oben nehmen, die Arme nach oben nehmen und jetzt alles rütteln und schütteln. Wir wackeln den Käfer, alles wird wieder wach gemacht und beweglich. Und wir beugen die Knie, halten einfach mal die Beine ganz fest angezogen am Körper. Und mit einem oder zwei Schwüngen kommen wir jetzt nach oben zum Sitzen. Und nach vorne zu mir, auf die Mattenrand, auf den Mattenrand. Öffnen die Arme. Der Lungenmeridian, Daumen hinten. Und wir umarmen unsere Unterschenkel, machen den Rücken ganz rund. Wir halten uns an der Trampolinmatte fest, schieben den Po nach oben, lassen die Beine lang, lassen die Arme los und federn leicht nach unten. Halten mit den Armen, der Kopf sagt ja und nein. Und nochmal ja. Und langsam mit gebeugten Knien und angespannten Bauch kommen wir nach oben, rollen uns richtig auf, Schultern nach hinten kreisen. Wir nehmen einen Fuß, setzen ihn auf den Oberschenkel vom anderen, setzen uns tief. Zieh mal das Bein richtig ran, lass den Rücken lang, Brustbein gehoben. Du spürst die Dehnung im Po, heute mal eine andere Po-Dehnung. Wenn du dich nicht halten kannst, halt dich irgendwo fest. Auch kein Problem, setz dich schön tief. Und die andere Seite. Und wir lösen. Schüttel noch mal ein bisschen aus. Die Floating Arms für die Beweglichkeit. Öffnen und schließen und öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen. Und wir atmen tief ein in die untergehende Sonne, bringen die Energie zu uns, zum Bauch. Und nochmal tief einatmen und tief aus, tief ein. Und beim letzten Mal schließen wir die Hände oben, ziehen sie zur Brust und bedanken uns wie immer bei unserem tollen Körper fürs Mitmachen. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut in eurem Körper. Schaut immer mal in meine Playlist, was es sonst so gibt.
Bitte empfehlt mich gerne, gerne weiter. Ich freue mich, wenn es euch gut geht. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.